Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa. Universalis hier mit der Goldenen Horde. Nein, mit Äthiopien, Gottverdammt. Ich hatte gerade kleine Probleme. Ich habe 2 Minuten oder so aufgenommen, habe ein bisschen was gesagt, wo wir als nächstes hin expandieren werden. Das ja, kann ich leider nicht. Ist leider verloren gegangen, weil irgendwie mein Fraps war ganz komisch. Normalerweise, wenn ich habe ja bei Fraps, ich weiß nicht, wer es kennt, hat man in einer der Ecken die FPS-Zahl. Wie viele Frames man pro Sekunde bekommt. Und wenn man aufnimmt, ist sie rot. Und wenn man nicht aufnimmt, ist sie gelb. Und bei mir war die jetzt pink. Und ich weiß nicht warum. Ich fand das ein bisschen verwirrend. Also, wenn das nicht so ist, wie es normalerweise ist, dann weiß ich nicht. Dann mag ich das nicht so neulich. Und deswegen sind diese 2 Minuten leider nicht aufgenommen worden. Oder wurden aufgenommen, aber irgendwie ja, nicht nutzbar. Wie dem auch sei, ich wollte eigentlich gegen Narj ziehen, aber Narj ist leider ein Vasall des Osmanischen Reiches. Das heißt, ich ziehe gegen das Mamelukenreich als nächstes. Persien hat das Osmanische Reich und Litauen als Rivalen erklärt. Jetzt töten wir erstmal hier unten ein paar Rebellen von unseren Verbündeten. Ja. So. Damit werden wir ihm ein bisschen aushelfen. Mogadischu wird so bald wie möglich annektiert. Bräuche und nicht. Stillen erstmal die Rebellen. So. Da oben kommen wir wahrscheinlich nicht schnell genug an, aber die 100 Mann, die dann da stationiert sind, können wir auch so umbringen. Das ist kein Problem. Nubische Rebellen werden verhandeln. Ist immer gut, Rebellen lieber mit denen zu verhandeln, als dass sie rebellieren. Ich weiß nicht, Böhmen hat jetzt religiöse Unruhen. Die greifen hier an, 200 Mann, das ist kein Problem. Und dann marschieren wir hier wieder rüber. Ja, das Problem ist, wir können jetzt als nächstes nur noch gegen das Mamelukenreich ziehen, eigentlich. Und Malindi natürlich. Wie lange haben wir noch einen Waffenschutzstand mit Malindi? Der ist fast vorbei, hey? Ey? In 2 Jahren, Persien hat Armenien den Krieg erklärt, das finde ich sehr schade. Armenien ist eigentlich ein Freund von mir. Mal gucken, ob die da überhaupt rüberkommen. Das wäre mal interessant zu wissen. Theodoro existiert hier noch, ist auch geil. Armenien hat ja irgendwie sogar noch hier oben was. Das heißt, Armenien wird wohl nicht voll annektiert werden, denke ich. Wie sieht das hier aus in... Ihr kennt uns immer noch nicht. Oh, jetzt mögt ihr uns wieder weniger. Wieso das? Ja, Wettbewerb um die Weltherrschaft. Das hatten wir ja vorher schon. Das Problem ist, unsere Grenzen sind so weit entfernt. Unsere diplomatische Reputation. Und, Persien. Was? Okay. Ja, das war schon vorher so. Ich glaube, das ist neu. Ah, Polen. William tritt Breslau und Radibor an Polen ab. Und das war's. Damit ist der Krieg vorbei. Österreich hat den Krieg verloren, interessanterweise. Wir können ihn nicht in euch leiden. Das ist ein Problem. Sie haben die Osmanen nicht mehr als Rivalen. Das Osmanische Reich sieht Litauen nicht mehr als Rivalen an. Das ist ein Problem. Darauf hatte ich gesetzt, dass die sich eigentlich gegenseitig hassen würden. Das ist ein Problem. Das heißt, die mögen uns dann auch nicht mehr so viel. Goldene Horde und Persien. Verstehe ich nicht ganz, warum sie jetzt das Osmanische Reich nicht mehr als Rivalen ansehen. Aber nun gut. Wie viele Truppen haben wir? Wir haben da 15.000. Wir haben unten noch mal 10.000 von euch. Dann nochmal 8.000 von euch. Malindi muss vorher fallen. Sonst wird das hier nichts. Haben wir einen Anspruch auf Malindi? Ja, Swahili hat einen. Das heißt, das ist alles gut oder ist das Mogadischu? Es ist Swahili. Okay, ich wollte gerade sagen, Mogadischu hat diese Flagge. Swahili, die da. Sehr unterschiedlich. Ja. Das Osmanische Reich hat Kreta den Krieg erklärt. Kreta ist orthodox, oder? Ja. Es gibt leider keinen Verteidiger des Glaubens in der Orthodoxie. Das heißt,
ihr werdet da nicht beitreten. Schade, Moskau wäre noch so ein anderer Verbündeter. Aber wer sind denn deine Feinde? Also ich, das Frankreich, Persien. Persien würde ich mich damit zusammenschließen, aber geht nicht. Die passen mich leider ein bisschen. Kastilien wäre noch so eine Option. Portugal, kennt mich nicht. Das ist ein Problem und die sind echt weit weg. Das ist noch so ein anderes Problem. Oh, wie sieht das hier unten aus? Sachsen ist wieder mal der Kaiser geworden. Interessanterweise hat er aber hier ziemlich viele Gebiete verloren an Frankreich mittlerweile. Hier oben war da auch Friesland. An ziemlich alle. ja. Wie sieht das mit Mercuria aus? Wieso habe ich eigentlich so eine schlechte diplomatische Reputation? Das wollte ich nicht wegdrücken. Annektierte Untertanen, ja. Ich habe kürzlich. Ja, ja, klar, ich habe kürzlich Jemen annektiert. Geld machen wir im Moment 5 plus. Das heißt, wir können hier den Truppenlimit will ich eigentlich gar nicht. Nämlich die Festungsverteidigung. Diplomatisch Geschick haben wir hier nicht. Okay, warte mal kurz. Spende, machen wir kurz aus hier. Okay. Ja, wir kriegen hier 2,5 für Katalysmus. Wachsende Konkurrenz im Außenhandel. In diesen Zeiten war der Handel stark reguliert, doch trotzdem gab es keine festen Märkte. Manchmal versuchten Händler, neue Märkte zu erschließen oder neue Güter zu veräußern. Ihre Mitbewerber verlangten dann normalerweise neue oder höhere Abgaben, um den Widersacher an das Handwerk zu legen. Neue Zölle erheben. 2,5 Merkantilismus. Das finde ich okay. Kann ich gut mit leben. Gucken wir mal. In der Statistik, wie viele Truppen hat denn das Mamelukenreich? Das Mamelukenreich hat... hat 28.000 Mann, damit kann ich umgehen. Aber Persien ist natürlich auch noch mit dabei. Persien hat 34.000 Mann. Das hingegen ist schon wieder ein bisschen was anderes. Wie viele Truppen hat das Osmanische Reich? Die Osmaner müssten ja hier sein. 63.000 Mann, das ist dann wieder so eine etwas, das sind wieder ein paar mehr. Ich habe nur 30.000 Mann. Plus meine Vasallen. Also ohne Verbündete komme ich hier auf jeden Fall nicht weiter. Das Problem ist, es gibt keine Verbündeten, die ich im Moment holen könnte. Schafft ihr das unten hier? Ja. Gut. Ja, es gibt halt nicht so viele Verbündete. Wer mag denn Persien nicht? Du magst mich nicht. Persien, die Timuriden mögen Persien nicht. Karakulu, Äthiopien und Litauen. Ja. Litauen ist so ein... Litauen brauche ich als Verbündeten. Also, die wollen keine Stasi akzeptieren. Wegen meiner Reputation hauptsächlich. Wie lange hält denn das noch an mit der Reputation? Es hält noch... ein bisschen an. Das ist 23, also noch 5 Jahre. Das ist schlecht. Kann ich nicht... kann ich nicht, ist technologisch aus? Technologisch sind wir ziemlich weit hinten dran. Das ist schlecht. Das muss geändert werden. Wieso sind wir denn da so weit hinten dran? Oder ist das Osmanreich einfach nur extrem weit vorne? Ja, ich glaube, das Osmanreich ist einfach nur extrem weit vorne. Wie sieht das mit Ideen aus? Brauche ich eigentlich nicht mehr so wichtig. Deswegen werde ich... obwohl, hier will ich dann... ich werde mal meinen Fokus ändern auf Militär. Wir müssen hier jetzt ein bisschen hinten rankommen, was das angeht. Sonst, wird das hier nix. Dass wir hier so weit hinten dran sind, ist nicht gut. Vor allem, wenn es jetzt bald schon Musketen gibt. Dann wollen wir da nicht weiter... verlieren. Noch einen aufgebauten... auf eingeborenen Aufstand. Damit kann ich leben. Du kostest mich 7,3 im Monat. Nur 2 Millionen? Mittlerweile noch 2. Ich dachte, der gibt immer noch 3. Ich meine, der hat mal 5 gegeben, aber. Nee. Dann muss ich einfach warten, bis ich hier. Muss ich warten, bis wir da das nicht mehr haben, die annektierten Vasallen. Das ist nicht so gut. Mercuria will ich nicht einintegrieren. Hm.
Was machen wir? Wir können nicht gegen euch ziehen. Weil dann würden wir gegen euch kämpfen. Wir können allerdings auch nicht gegen das Mamelukenreich kämpfen. Dann würden wir gegen Persien kämpfen. Das Mamelukenreich ist eine Technologiestufe besser als wir. Und die Technologiestufe ist ziemlich wichtig, wie wir sehen, mit Taktik und Frontbreite und alles drum und dran. Wir können nicht in den Süden ziehen, weil da gibt's nichts mehr. Nur noch mal Lindi. Können wir hier bald angreifen. Du kannst mal in Litauen bleiben. Mein Kolonialismus ist, der Enthusiasmus ist ausgelaufen, das ist nicht so schön. Sveli mag mich nicht, aber das interessiert mich nicht. Aber wie sieht das hier aus? Lindi läuft im Februar nächsten Jahres aus, okay. Kann ich das noch erobern? Die Frage ist, Persien scheint hier nicht durchzukommen, ne? Also, kommt hier nicht durch Karakunde durch. Sonst würden die hier den Krieg nicht verlieren. Das ist gut zu wissen. Das heißt, die Prinz wird vielleicht sogar noch an Dings gehen. An Armenien. Ah, ihr mögt uns. Mittlerweile. Das ist gut. Oder wir mögen euch mittlerweile. Entfernung der Grenzen. Ja, die diplomatische Reputation ist natürlich jetzt immer noch so ein Ding. So, das ist der Februar, das heißt, es läuft diesen Monat aus. Dann rufe ich schon mal den von Mogadischu zurück. Wir können das hier jeden Monat noch nicht annektieren. Allein die hat sich der Koalition gegen uns angeschlossen. Pech. Ja. Dann erobert das mal. Er wagt es, sie sogar anzugreifen. Interessanterweise. Und gewinnt sogar. Also solange Mogadischu das hier besitzt, ist eigentlich alles gut. Aber dann geht es an mich und nicht an Swahili. Aber ihr habt Kreta wahrscheinlich voll annektiert, ja. Zu erwarten. Ich wollte gerade sagen, so viele Kriegsbeitritte. Das ist meine. 10. Ich mal hier hinstellen und blockieren. Das sind ja höchstwahrscheinlich dann. Kostet zu viel, ne? Ich will verwestlichen dann schnell. Aber na gut. Das muss ja sein. Ich kann gerade abtrennen. Und ihr patrouilliert dann weiter hier in Sansibar. Ein Regentschaftsrat im Osmanischen Reich, das ist gut. Malindi will bereits Frieden schließen. Wie lange habt ihr denn? Gut 11 Jahre, das ist gut. 11 bis 12 Jahre. Damit kann ich leben. Das heißt, ihr werdet erstmal dieser Zeit nicht mehr expandieren. Ungarn hat leider hier die Grenze geschlossen. Ist aber im Krieg gerade. Ja klar, wir sind ja wieder im Kampf gegen den sunnitischen Staat. Und deswegen können wir hier den Kampf, den inneren Kampf kriegen. Kampf gegen den inneren Kampf. In Hafun. Wenn ich jetzt wüsste, wo das ist, wäre das natürlich sehr viel hilfreicher. Hier oben ist Hafar. Ich glaube, das ist irgendwo hier unten. Ich kann es ja suchen. Hafun. So. Ah ja, hier oben. Die Ecke ist das. Ja, perfekt. Ist koptisch. 4000 Soldaten ist. Lohnt sich immer, finde ich. Vor allem, weil ich nicht so in konvertieren kann. Die schon macht das alleine fertig. Dann ein Kriegsgrund gegen das Mamelukenreich. Da kriegen wir eh bald einen Kriegsgrund noch dazu, weil ich mir jetzt einen mache. Auf Sorkin. Habe ich schon. Machen wir einen auf Halib. Halib. Okay. Die Lagerung dauert eh noch ein Minütchen. Ich würde mich natürlich gerne hier in der Mitte ausbreiten. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das will. Ich würde mich gerne ausbreiten, aber ich weiß nicht, ob ich das will, auch gut. Ich müsste nur diese zwei Dinger kolonisieren. Und dann könnte ich hier hochgehen. Die zwei kolonisieren.
und mich dann nach Kastilien durchkämpfen. Das wäre ziemlich gut. Wie sieht es mit der Inflation aus? Immer noch relativ hoch. Sie könnte höher sein. Habe ich den Berater dafür, dass sie sinkt? Nein, habe ich nicht. Okay, Land verglauben. Okay. Das ist auch wieder ein gutes Event. Das geht dann an Mogadischu. Damit die hier eine schönes Land haben. Na gut, die haben hier oben ihre Hauptstadt, aber es geht schon so. Okay, das ist gefallen. Dann gehst du an Mogadischu. So, jetzt warten wir nur noch, bis hier wieder unser Dings da ist. Ja, ist mir eigentlich relativ egal, weil das ist Galaiko. Ich hab jetzt den Namen schon wieder vergessen. Gala. Oh, hallo Ming. Das Himmlische Reich ist wohl zerfallen, so wie es aussieht. Ja, Ming gibt's nicht mehr. Usbekistan und Euraten sind ziemlich groß. Aber Ming ist hier gerade am Zerfallen. Wir haben es nicht geschafft, das Himmlische Reich aufrechtzuerhalten. Okay. Litauen und Moskau mögen sich gegenseitig nicht sonderlich. Und wir mögen euch wieder mal nicht. Das ist nicht so prickelnd. Ja. Wenn unser Diplomat wieder zu Hause ist, können wir auch dann... Schutz vor Persien, 36.000 Mann. Das geht ja eigentlich. Wir haben ungefähr gleich viele. Aber die haben halt technologisch... Na, sind die ein bisschen hinten dran. Okay. Diplomatisch sind wir hinten. Na gut, wir haben viele Vasallen annektiert. Gerade Jemen war teuer. Was haben wir noch annektiert hier? Adal, glaube ich, war es. Alodi, hier oben. Ein paar teure Vasallen waren schon dabei. Unsere Kolonie ist immer noch lange davon entfernt, fertig zu sein. Aber ich sehe an der Küste noch immer keine Portugiesen. Das ist gut. Die Ideen haben sie aber. Logischerweise. Aber solange die hier unten nicht anfangen zu machen, ist das ganz gut. Das klappt ja gut noch, damit ich dich für mich selber haben. So. Unser Kolonist, unser Diplomat ist wieder da. In 9 Tagen. Da ist er wieder. Und dann geht das an Malindi. Muss man noch ein bisschen Geld. Ah. An Mogadischu mache ich natürlich. So. Damit ist diese Grenze... jetzt gehört alles uns. Das heißt, die können jetzt hier auch nach oben marschieren. Ohne Probleme. Fährst du mal hier rüber. Okay, das heißt, wir könnten jetzt gegen das Mamlukenreich kämpfen. Aber will ich nicht. Du willst hier offensichtlich Mazab noch vasalisieren. Wie sieht das hier aus? Ihr habt hier Frieden geschlossen. Ne, habt ihr nicht. Oh, Persien hat es geschafft, hier rüber zu kommen. Nicht so schön für euch. Wenn ich euch ein Bündnis anbiete, dann werdet ihr mich doch höchstwahrscheinlich sofort in den Krieg reinrufen, oder? Wer ist noch in dem Krieg drin? Ne? Nur in Persien. Das Mamlukenreich ist nicht mit beigetreten. Die Wahrscheinlichkeit. Ah, die könnten aber noch beitreten. Ich könnte Armenien nicht vasalisieren. Die Grenzen sind zu weit entfernt. Weil wenn wir da ein bisschen näher ran sind, könnten wir sie vasalisieren. Aber will ich das? Will ich wirklich hier mich mit denen einlegen? Ich könnte dann, wenn ich die annektiert habe, Georgien erobern und mich hier oben ausbreiten. Mich dann langsam hier Verbindung durchkämpfen. Aber nein, ich konzentriere mich lieber auf das, was im Moment klüger erscheint. Und das ist, das Mamlukenreich zu besiegen. Denke ich. Wir können ja sparen jetzt hier mal auf die Botschaft, die wir bald bauen können. Ich weiß nicht, ab welchem Technologielevel wir die bauen können. Die Botschaft. Ist wahrscheinlich hier dann mit 6. Oh. Ja, wir sind immer noch relativ weit hinten dran. Das ist halt ein Problem. Schweden wird jetzt unterstützt von Österreich.
Okay. Preußen hat sich gegründet. Hallo. Die haben gerade leichte Probleme. Wie es aussieht. Preußen, auch geil. Ah ja, katholische Fanatiker. Damit habe ich nicht gerechnet. Wenn ich ehrlich bin. Das habe ich noch nie gesehen, dass sich Preußen gegründet hat. Von alleine, wie ich es nicht selber war. Das ist gruselig. Preußen ist mächtig. Es war logischerweise vorher Brandenburg, das sind die Hohenzollern hier, ne? Okay. Ihr seid immer noch raus aus dem Spiel. Oh, okay. Wir könnten es fast hinkriegen. Hier ein Bündnis. Gemeinsame Rivalen, unsere Flotten und Armeestärke ist okay. Wenn wir den nur für eine Sekunde nehmen, könnten wir hier ein Bündnis anbieten. Das ist gut. Und dann machen wir noch einen Staatsheer raus. Und dann läuft das hier. Musste kurz erklären. Ja, weiter geht's. Wir könnten hier eine Idee wieder erforschen, aber das will ich im Moment gar nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Im Moment ist es nicht so wichtig, die Ideen. Deswegen gehen wir erstmal auf Technologie. Danach will ich mich in Indien oder Asien nicht ausbreiten. Ja, in Indien. So, mit Litauen gibt es jetzt auch die Staatsehe. Litauen hat nicht so viele Truppen, wie ich erwarten würde, glaube ich. Doch, hier oben nochmal. Es hat ein paar Truppen, aber nicht ganz so viele, leider. Ist nicht so mächtig. Kolonialer Enthusiasmus haben wir wieder, das ist gut. Das Kolonialwachstum plus 25, das ist klasse. Dann geht das hier vielleicht ein bisschen schneller voran. Das dauert trotzdem noch ewig lange. Okay. Was sind eigentlich die Kulturen, die wir akzeptieren? Naja, hier somalisch und alles. Und beduinisch akzeptieren wir ja auch. Jetzt brauchen wir eigentlich gar nicht mehr den Typen hier. Das heißt, wir können wieder den Handelseffizienz des Menschen nehmen. Und wir könnten anfangen, Mogadischu zu annektieren. Jetzt, wo wir hier Litauen als Verbündeten haben. Habe ich nur noch Österreich, aber Österreich mag uns im Moment nicht. Aber Kastilien mag uns vielleicht ein bisschen. Wie sieht das hier aus? Anzahl der Großmachtverbündete für Äthiopien. Das ist ein Problem. Mein Berater ist gestorben. Habe ich nicht der Handelstyp? Okay. Weil das wäre doof gewesen. Ich den gerade erst eingestellt habe wieder. Okay. Keinen administrativen Berater für uns im Moment. Das Problem ist, die sind einfach so teuer. Die Dings. Die Provinzen. Die Technologien. Wir sind doch hier muslimisch, naja. Das ist 40%, das ist trotzdem ganz schön teuer. Ich bedenke, wir haben hier schon 20% weniger und trotzdem noch 730 Punkte von 600 normalerweise. Solange ihr euch mögt, ich denke ich nicht. Leider schafft ihr es hier am Mini jetzt Platz zu machen. Schade. Und hier hinten sind Rebellen, auch gut. Wo hast du so Ansprüche drauf, mein Freund Litauen? Nirgendwo. Das ist macht ein ganzes Segen. Hier hinten wird sich Danzig gründen. Ist nicht so cool. Mit Moskau und Verbündeten aus Lüneburg als Vasallen. Swahili hat einen Bürgerkrieg. Okay. Swahili. Das ist dein Problem, ich mein's. Ich will ja gerne kämpfen, aber ich weiß nicht wohin. Die Folge jetzt geht schon viel länger als ich sollte. Naja, wir haben uns mit Litauen verbindet. Wow, das ist ein, ja, echt toll. Haben wir viel geschafft in der Folge. Aber wie dem auch sei, ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Europa Universalis 4. Bis dann. Tschüss.